Hallo liebe Film-TV-Freunde, heute spreche ich mit jemandem, den habt ihr hundertprozentig schon mal im Fernsehen gesehen. Er hat in enorm vielen Filmen mitgespielt und auch in über 30 Serien. Unter anderem preisgekrönte wie Danny Lewinsky, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und Berlin, Berlin. Und um die Serie geht es jetzt auch. Da kommt nämlich nach 15 Jahren. Jo. Der Film ins Kino. Berlin, Berlin. Ich rede jetzt mit Jan Josten. Mit Jan. Sosnjok. Ich weiß, der Name ist manchmal nicht so einfach. Ich habe ihn vorher ganz oft geübt eigentlich. Ja, aber ja, dann verhaspelt man sich trotzdem. Aber es ist auch die Aufregung, weil ich habe dich schon, ich kenne dich, ich habe dich schon bei GZ, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitverfolgt, was du da so machst und dann später bei Berlin, Berlin ist das jetzt eigentlich schön, mal mit dir zu sprechen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Du hast ja, auch 15 Jahre Pause dazwischen gehabt. War es denn einfach, in die Rolle wieder zurückzuschlüpfen? Ich hatte anfangs wirklich so den Moment, wo ich so dachte, mein Gott, das ist so lange her. Wer ist dieser Sven eigentlich? Und dann habe ich mir ein paar Folgen angeguckt und musste sagen, ja, ich weiß schon, wer er ist und ich finde da schnell wieder zurück. Und so war es dann auch. Ich habe da ja meine Kollegen dann am Set gehabt und es war ja wirklich ein Familientreffen. Und so hat man dann auch ganz schnell wieder in seine Rolle zurückgefunden. Hat der Charakter von Sven sich stark entwickelt, würdest du sagen? Von Liebemann damals zu Liebemann jetzt? Würde ich schon sagen. Also rein optisch kann man ja schon erkennen, dass er nicht mehr der Alte ist. Ne? Und er hat ja so sein solides Leben aufgegeben und er hat sich ja dann entschieden, lieber Muschelketten am Strand zu verkaufen. Und er hat ja im Grunde genommen genau das getan, was Lolle sich immer gewünscht hat. Und nur sie war dann irgendwann wieder unglücklich. Und er ist dann zurückgeblieben. Bis zu dem Tag, wo er dann davon gehört hat, dass seine Lolle möglicherweise für immer weg sein wird. Da musste er dann dazwischen greifen. Ja, das halten wir noch ein bisschen geheim. Die Leute wollen ja auch in den Kinofilm gehen. Genau. Ihr sah im Film aus, als wenn ihr mega viel Spaß zusammen hattet. Wie kannst du denn die Kollegen am besten zum Lachen bringen? Da gehört gar nicht viel zu, weil ich glaube, rein von der Chemie her passt es einfach so gut zwischen uns, dass wir jederzeit Anschluss finden. Und ich habe ja mit Matthias mehr zu tun gehabt als mit Felicitas oder Janina, auch wenn wir uns natürlich oft gesehen haben. Aber mit Matthias habe ich ja eben sozusagen meine Geschichte erzählt und wir sind ja schon lange freundschaftlich verbunden. Und deswegen ist es da auch immer sehr, 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 sehr leicht, wieder reinzufinden und den Spaß zu haben, den wir auch zuvor immer hatten. Meintest du jetzt freundschaftlich verbunden im Film oder auch? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Wir haben immer sehr viel Spaß. Wenn er jetzt hier sitzen würde, dann wüsstet ihr das. Wahrscheinlich dürfte ich denn gar nicht mehr sagen. Gar nicht mehr zu Wort kommen. Genau. Wenn es aber vielleicht auch eine interessante Theorie für eine Fortsetzung eventuell, dass Lolle ja sich zwischen ein Liebesding immer nicht so schnell entscheiden kann und vielleicht kann man ja mal die konservativen Familienmodelle komplett über den Haufen werfen und so eine moderne Patchwork-Familie schaffen. Wärst du dabei? Naja, es gibt es ja schon lange, Patchwork. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt als Sven bei Lolle vorstellen könnte, wohl eher nicht. Ich glaube, da ist er eher konservativ und er hat ja nun sein Kind gehabt und er hat ja irgendwie auch ein bisschen Patchwork betrieben. Aber ich glaube, seine Lolle würde er nicht teilen wollen, die will er dann auch für sich haben. Mhm. Ja, wer will ihn nicht für sich haben? Ja, nicht. Das heißt ja immer im Film, dass sie so schlecht küssen kann. Stimmt das? Nö, kann ich jetzt nicht sagen. Also entweder sie kann gut küssen oder wir können beide gleich schlecht küssen. Also, ja. Das ist doch auch ein schönes Statement. So. Glaubst du, der Film... Warum lacht ihr so? Ja. Warum lacht ihr eigentlich so? Ja. Es bleibt geheim, fragen wir später. Was würdest du denn sagen, hat der Film für dich für eine Moral? Ich habe da verschiedene Theorien, verschiedene Schwerpunkte. Habe ja auch schon Janina gefragt und Felicitas. Und vielleicht hast du ja eine andere Aussage für den Film für dich. Welche Moral hat denn dieser Film aus meiner Position? Na gut, ich meine, Janina, die war jetzt nun mal hautnah an Lolle dran. Ich bin ja nicht so nah gewesen in dem Moment. Die Moral aus meiner Perspektive wäre eigentlich die, dass man manchmal Entscheidungen treffen muss,
ob sie nun gut sind oder nicht. Würdest du sagen, deine Rolle ist der Verlierer des Films vielleicht? Nee, Verlierer. Verlierer, ja. Ganz traurig, damit können wir nicht, die mit der Frage können wir das Interview nicht beenden. Was würdest du dir denn für ihn wünschen? Ja, das ist echt schwer zu sagen, weil wir könnten die Geschichte ja noch weiter erzählen. Also eigentlich im Grunde genommen könnte man ja gleich wieder eine Serie draus machen. Ja, es gibt ja immer genügend Zündstoff für diese Kombination an Menschen, die es schon damals gegeben hat und die wir jetzt eben für diesen kurzen Abschnitt noch mal weiter erzählen. Schwere Frage. Ich habe keine Antwort darauf, ehrlich gesagt. Wärst du bei einer neuen Serie auch wieder dabei? Ja. Und ich habe im Vorfeld ziemlich viele Interviews mit euch gelesen und es hat auch keiner so richtig gesagt, dass es für immer Schluss sein wird. War das eigentlich vor 15 Jahren schon klar, dass es nicht das Ende sein wird? Nein, das war es nicht. Also, oder beziehungsweise es war klar, dass es das Ende sein wird. Und wir alle haben sicherlich eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass es auch tatsächlich vorbei ist. Weil wenn man 3 Jahre beziehungsweise 4 Staffeln so eng zusammenlebt und so eine schöne Aufgabe erfüllt, dann möchte man natürlich, dass es weitergeht und dass dieser schöne Abschnitt niemals zu Ende geht. Und so war es ja jetzt auch beim Drehen. Wir haben ja quasi die erste Klappe gehabt und dann war auf einmal die letzte Klappe und wir dachten so, Moment, wie jetzt schon zu Ende? Ja. Also es zeigt ja auch, wie gerne wir unsere Arbeit gemacht haben und es war aber klar, dass jetzt erstmal Ende ist und deswegen waren wir umso überraschter, als es nach 15 Jahren hieß, wir treffen alle wieder aufeinander. Aber es ist doch umso schöner, wenn man sagen kann, meine Arbeit hat mir so viel Spaß gemacht, dass sie wie im Flug vorbeiging. Da sind wir in der Lage, Zeit zu komprimieren, ne? Ja, und ich muss sagen, der Film ging für mich auch sehr wie im Flug vorbei, er war sehr schön. Wir gucken ihn uns am besten alle mal im März an und dann können wir alle zusammen miteinander reden. Da bin ich sehr einverstanden mit. Danke erstmal fürs Gespräch. Ja, ich danke auch. Tschüss.